Weißt du, wo dein Onkel eine Küchenrolle hat? Da oben, glaube ich. Wow. Wow. Hallo. Hey, Jake, Zeit zum Anziehen. Augenblick. Kannst du mir die Schüssel da oben holen? Komm schon, los, los jetzt. Charlie, da ist eine halbnackte Frau in unserer Küche. Welche Hälfte? Ich will nicht, dass eine Frau meinem Sohn ihren tätowierten Hintern zeigt. Sie hat ein Tattoo? Ja, ich glaube, ein Schmetterling. Ah, rechts oder links? Halt, nicht verraten, ich will mich überraschen lassen. Du schläfst also nicht mit ihr, aber du würdest gerne. Aber ja. Alan, wofür hältst du mich denn? Charlie, als ich hier einzog, sagte ich, wir müssen eine heilsame Atmosphäre für Jake schaffen. Und du sagtest, ich verstehe. Alan, eins musst du unbedingt über mich wissen. Wenn ich sage, ich verstehe, dann bedeutet das nicht, dass ich einverstanden bin. Nicht mal, dass ich verstehe. Nicht mal, dass ich zuhöre. Dir soll ja nur bewusst bleiben, dass ein leicht beeinflussbarer 10-Jähriger bei uns wohnt. Ich verstehe. Danke. Hey, Judith. Alan ist bei der Arbeit. Ich weiß, wo Alan ist. Ich will mit dir reden. Mit mir? Aber du magst mich doch nicht. Da hast du recht. Jakes vierter Klasse wurde im Kunstunterricht eine einfache Aufgabe gestellt. Zeichnet was Interessantes aus eurem Haus. Ein Kind zeichnete einen CD-Player, ein anderes einen Papagei. Mein Sohn hat das hier gezeichnet. Ein Frauenhintern mit einem Schmetterlingstattoo. Auf der rechten Seite. Hör zu, mir ist egal, was du mit deinem Privatleben machst, aber wenn mein Sohn hier ist, will ich, dass alles sauber zugeht. Ich verstehe. Ich will nicht immer herkommen und mich aufführen wie eine Furie, aber ich muss meinen Sohn beschützen. Ich verstehe. Also das, weißt du was, ich verstehe. Danke, dass du dir das angehört hast. Hey. Tut mir leid, dass ich dich mit sowas aufhalte. Hey. Ich verstehe. Hey, wo kommst du denn her? Ich war Mittagessen mit meiner Mutter und meiner Stalkerin. Hey, Judith, was gibt's? Aha. Ich verstehe. Was verstehst du? Kein Wort. Ich verstehe. Morgen, Nachbar. Charlie ist noch nicht auf, Ross. Oh, Alan. Denken Sie, das wüsste ich nicht? Hier habe ich ein Frisbee für Ihren Sohn. Er leuchtet im Dunkeln. Da sind ja Zahnabdrücke drin. Nicht von mir. Wann steht Charlie denn auf? In etwa 9 Sekunden. Wach auf, wach auf, wach auf! Ross. Charlie, du musst etwas tun! Du hast recht. Ja. Charlie, was hast du denn vor? Was glaubst du? Ich bin gerade aufgewacht. Vielleicht rubbeln sich die beiden in diesem Moment gegenseitig trocken. Mach schnell! Das hilft mir nicht, schneller zu machen. Sie gibt erst auf, wenn die ganze Familie surft. Wir sollten ja auch noch die Nummer von Tante Betty geben. Ihr fetter Arsch macht sich gut in einem Gummianzug. Hier, Jake, nimm die Pizza mit und geh in dein Zimmer fernsehen. Dad hat fetter Arsch gesagt. Du kennst Tante Betty. Wenn es wahr ist, ist es nicht geflucht. Geh jetzt. Verzeih mir, Alan, aber dass sich Judith von dir abgestoßen fühlt, dürfte wohl hauptsächlich an deiner verlogenen Einstellung liegen. Was? Woher hast du... Hast du das von ihr? Hey, Freundinnen haben keine Geheimnisse. Du abartiger, aufgeblasener Scheißkerl. Oh-oh. Zwei Frauen befreunden sich und du ziehst sofort daraus den Schluss, sie hätten Sex. Wer bringt dich nur auf solche Gedanken? Die Joggerin. Ich meine die Linke. Echt? Gutes Auge. Da ist ja meine Freundin. Nenn mich nicht Freundin, du heimtückische Schweinebacke. Oh, oh.